Herzlich willkommen und damit hallo zu Animal Crossing Be the World. Wir sind wieder mal dran mit Matteo, weil Dings. Und wir haben heute einen regnerischen Tag, sehr regnerischen. Aber lästern wir hier nicht herum, machen wir einfach weiter mit Animal Crossing. So, was haben wir? Vom Bernd. Was haben wir da? Für dich, Matteo, Kumpel, mein Geburtstag am 28. September gibt's eine Party. Denk einmal das Geschenk. Juhu, von Bernd. 28. September, das ist in ungefähr 6 Tagen. Naja. Schauen wir mal. Außerdem war heute auch so ein Mega-Gewitter. Mega jetzt wirklich nicht, aber es gab ein Gewitter. Ja. Ist so. Wir haben immer noch dieses Obst bekommen, aber egal. Mal schauen, was geht hier ab? Gibt es neue Sachen und so? Ja, und ich möchte noch mal erinnern, ich mache die perfekte Stadt. Also brauchen wir erstmal die perfekte Ausrüstung. Oh, Matteo, du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich hab ja, das ist wahrscheinlich Akademie bewerten, ne? Ja. Wenn ich weiß, was eine Akademie ist, dann einfach einen anderen Parts Ding machen, anschauen und dann war's das schon. Aber wir kaufen uns was und zwar. Ach komm, wir kaufen uns jetzt die Angel, weil ich habe kein Geld. Gute Begründung. Wow, ich muss nochmal Geld holen. Ja, ich bin ein Genius. Muss man schon sagen, ne? Ja. Heute war ein sehr regnerischer Tag mit Blitzen. Und das hat auch Animal Crossing. Ja, da erleben wir auch mal einen regnerischen Tag, ne? Kein Problem. So. Mal schauen, was wir hier haben. Ein paar Orangen. Was wir jetzt gerade hier in der realen Welt jetzt gerade nicht haben. Weil ist halt so, was haben wir eigentlich im Inventar? Das BB-Outfit, die Goldanlage, Musterboden. Alles geschenkt bekommen, als ich eingezogen bin. Hey, wer bist du denn? Achso, du bist Bernd. Wie steht's denn so am Abend, Matteo? Ich habe dich gar nicht gesehen. Dachte, du hättest eine Erkältung oder so. Aber hey, du siehst echt fit aus. Okay, da okay. Gut davon. Wolltest du mir etwas sagen? Lass uns reden. Hey ho, Matteo, tu deinem Kumpel einen Gefallen. Könntest du Clara etwas von mir bringen? Du schaffst es sicher in 10 Minuten. 10 Minuten muss ich sowieso fast schon den Part beenden, also. Naja, nicht wirklich, aber. Naja, mal schauen. Guck, da war ein kleiner Fisch, den hätten wir auch im Museum spenden können. Was das ist, erzähle ich euch, wenn wir das geschafft haben. Aber erstmal brauchen wir erstmal Sachen. Oh, meine Taschen sind voll. Oh mein Gott, das ist sau. Dingsen. Wir haben auch neue Bewohner. Das ist halt so. Ich habe die nicht mal gefragt oder so. Warte mal, wen haben wir hier? Zum Beispiel. Also Clara ist nicht neu. Warzi, Strolch, Koko. Oh mein Gott, Koko ist doch. Oh nein. Nein. Oh mein Gott. Oh nein. Ist es dieser Hase? Sag mir. Oh, er ist gerade weg. Oh Gott. Wenn wir ihn treffen, muss ich noch was sagen. Eine Standpauke halten, weil das ist ein creepy Animal Crossing Bewohner. Guten Abend, Matteo. Heute war der Niederschlag aber heftig. Kannst du wohl sagen. Mein neuer Anzug ist ganz nass. Welch eine unerhörte Begebenheit. Was heißt eigentlich Begebenheit? Ich habe gerade übelst die Wortschatzprobleme. Aber egal. Also, hast du einen neuen Tratsch für mich? Lieferung. Oh mein Gott. So. Abgeben. Oh, das ist also von Bernd. Das ging aber schnell. Was könnte da wohl sein? Ich bin ja sowas von gespannt. Das ist. Was ist denn das? Ein Feuerwehr-Outfit? Manchen Leuten werden nie erwachsen, Knack. Hey, was ist der Dank? Ich habe dir geholfen, das Paket zu begeben. Da krieg ich auch eine Belohnung, ein Bitchlap, bitte. Also wirklich. Natürlich nicht. Obwohl es eigentlich nicht will, aber. Es schüttet! Bleib ja trocken, Matteo!
Wie denn bitte? Das macht keinen Sinn. Genug davon, du wolltest mir etwas sagen, okay? Erledigt. Mann, du bist ja ein menschliches Oh Gott, ich bin so. Ich kann nicht mehr lesen, ne? Drüsentriebwerk. Düsentriebwerk. Ey, wieso denke ich immer pervers? Bitte schon. Matteo. Also, was hat Clara gesagt? Ist es spitze, wir lügen mal. Ah, ich wusste es! Ich hatte gehört, dass Clara mit dem Training beginnt. Sport liegt mir einfach im Blut. Okay. Oh ja, du bist der Beste. Werde deinen Kurierdienst weiterempfehlen. Feuerwehr-Outfit hat nichts mit Sport zu tun, mein Freund. Das muss man schon sagen, das ist Beruf. So, hi. Sonderangebot. Wahrscheinlich ist der Bauer. Für Schachfreunde geeignet, aber für mich jetzt gerade nö. Obwohl für Schachfreunde, naja. Muss man nicht ernsthaft dazu. Muss ich nicht. Nichts sagen dazu. Aber egal. Mal sehen, zusammen werden das 1200 Stellen. Ich war alles abgemacht. Vielen, vielen Dank. Kann ich noch etwas tun? Nee. Verstehe, nun solltest du etwas benötigen, melde dich einfach bei mir, So, dann kaufen wir uns mal was. Wir haben so viel Geld, ist es auch wieder nicht. Ach ja, das ist die Angel, die kostet 500 Sterne. Ist ziemlich günstig. Möchtest du nicht gewerbe? Ja, das macht genau 500 Sterne. Ich bin gut im Kopfrechnen. Okay, das, ja, ich werde euch schon erklären, wie die Angel funktioniert. So. Ach ja, das ist ein Kescher, der kostet 500 Sterne. Ziemlich günstig nicht. Möchtest du ihn kaufen? Ja, sicher. Vielen Dank. Ja, okay. Damit kann man anderen Leuten auf den Kopf hauen. Ja, das sowas lernt er nur bei mir. So. Okay. Dann ist halt zwar schwer, sie zu treffen, aber es geht. Was? Da war gerade ein Soundfehler. Naja. Ja, blabber mich nicht an. Ich weiß schon, dass ich nur Schneider werden kann. Was ist das denn? Tuch? Schwimmkappe. What the fuck? Oh Gott. Nehme ich mal. Die Augen sehen voll schön aus beim Matteo. Das muss ich jetzt schon sagen. Oh Gott. Ja. Das Fünfer-Outfit kann ich mir leider nicht leisten. Ich kann es auch anprobieren wenigstens. Naja, egal. Naja. Was gibt es hier Neues? Ich glaube, ich wollte noch Coco treffen. Ja, Coco könnte man auch falsch verstehen, aber ihr wisst ja schon, was ich meine. Wieso kriege ich eigentlich nie eine verdammte Schaufel? Goddammit. Ach, egal. Ich finde es eigentlich schön, diese Welt. Warte. Ich kann sie euch noch zeigen. Da ist, da oben kommt irgendwas, und dann ist hier so eine Kreuzung und dann so weiter. Das ist ganz schön. So, dann wollen wir mal Bäume schütteln. Ach so, ja. Ich habe ja den Kescher. Damit kann ich ja Insekten. Ja, ich kann was spenden. Okay. Dann zeige ich euch, wie man spenden kann. Wenn ich überhaupt welche Insekten sehe. Oh mein Gott, es ist Coco. Das erinnert mich an irgendwas anderes. Oh, es tut mir leid, so leid. Ich bin neu hier und kenne mich hier nicht aus. Kennen wir uns schon, Hopsa? Ich bin ein mieses Namensgedächtnis. Naja, ich bin Coco. Ich hoffe echt, wir werden Freunde, Hopsa. Seht sie euch an. Sieht das nicht aus wie ein. Ja, das werden wir schon sehen. Ich werde erklären, was das bedeutet. So, leider kann ich noch nicht die Obstbäume pflanzen. Ich brauche erstmal Stoff. Wieso brauche ich Stoff? Jetzt. Egal. Was? Wo? Wir haben wir noch Isolde? Ist oben. Sie ist oben.
kann man eigentlich nicht sehen, wer da dran ist. Oh mein Gott, sie ist neu hinzugefügt. Blablabla. Hehe, wie schön, sich zu treffen. Du musst Matteo sein, stimmt's? Ich finde, ich sollte. Ich bin hierhergezogen, um selbstständig zu leben. Meine erste Nacht ganz allein. Keine dumme Mitbewohner mehr. Jawohl! Ach, weißt du was? Ich nerv dich einfach. Da hast du wohl den Falschen ausgesucht. Die falsche Stadt, ne? Wir werden dich morgen über das Ende. Guck mal, ich werde dich. Oh Gott, da ist ein Glitch, ne? Das ist auch bei Tom Nook so. Wenn. Ach, egal. Aber guck mal das an, ey. Das sieht überhaupt nicht pädophil aus oder so. Gay! Ach, ich lasse es lieber. Ach so, ja. Ich kann leider nichts machen außer tippen. Da in diesem Menü. Aber egal. Ja, ihr habt jetzt ein Glitch gesehen. Hashtag Glitches wird wiederbelebt. Ist klar, Mike, halt die Fresse. Strolch, wo bist du? Oh mein Gott, ich bin so blind. Ich habe einfach weggemacht, weil ich wusste, ich werde es einfach im letzten Moment sehen. Oben und Wazi ist da. Okay, wir werden erstmal Wazi besuchen. Das ist doch ein Frosch, ne? Oh mein Gott, wer bist du? Du bist Strolch, ne? Guten Abend, es ist fast Essenszeit, Hechel. Meine Bauchuhr geht ganz genau, so weiß ich immer, wann Essenszeit ist. Ich habe meine Bu Bauchuhr nach mir benannt. Die Strolchquarz. Guter Junge. Ich sag's nicht mehr. Kein Kommentar. So, hier ist Warzi. Und man sieht immer noch nicht, ob das Licht an ist. Bei anderen Teilen ist es so, dass die Dächer so machen und so weiter, dampfen und so weiter. Hi! Man sieht dich nicht. Hey, deine Visage kenne ich nicht. Ich noch nicht. Bist du neu hier, Gurab? Ich heiße Wazi, also war nett, sich kennenzulernen. War nett. Du bist nicht mein Freund. Geh weg. Geh einfach nur weg. Ich hasse dich zum Tode. Ich. Okay. Ja. Ja, man kann auch die Kamera verändern. Ne? Nur wer das nicht weiß. So. So. 8 minutes to go, also, ne? Was können wir hier noch machen? Ich finde hier kein Insekt, ne? Außer ich könnte jetzt Fische fangen. Ich versuche mal mein Glück. Also, Fische fangen tut man wie beim Kescher auch. Oder alle Gegenstände. Einfach nur Dings drücken. Ah, wenn er angebissen hat. Naja. Ich könnte auch Muschel verkaufen, aber naja. Man kann auch mit B oder R oder L laufen. Ich kann aber leider nicht nach hinten gucken. Das ist ein riesiger Nachteil. Ich finde ja auch gar keine Fische mehr. Da ist ein Fisch. Na, sieh mal einer an. Okay. So. Okay. Na, okay, das war ein Fail. Jo. Läuft bei dir. Das war ein richtiger guter Schlag. Ist er jetzt? Nee, das ist nicht da. Weg. Okay. Und zwar. Jetzt! Oh Gott. Nee, es hat nicht funktioniert. Nein, er ist entflohen. Oh Gott. Ich hoffe, das war kein Jumpscare für euch. Naja, warum nicht? Take nochmal. Okay. Und zwar. Jetzt! Oh Gott, nee. Okay, Nee.
Matteo! Oh mein Gott, Coco ist da hinten. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Wir haben einen Fisch gefangen. Und zwar, das ist ein Kraken gefangen. Hilft er mir bei Bettlaken? Du bist so witzig. Die besten Flachwitze ever. Und Coco schaut mich. Oh, da. Die klatscht sogar. Das ist ein nettes Gimmick. Oh Gott. Coco, du bist die Beste. Ja, mal schauen, ob ich hier noch welche Fische finde. Fische sind viel schwerer zu fangen als Insekten. Oh mein Gott, das ist ein Fisch. Kann ich spenden? Das ging total in die Hose. Das auch. Es gibt ein paar miese Fische zu fangen und es gibt ein paar gute Fische zu fangen. Also die guten. Na? So, das musste aber jetzt reichen. Ich sehe aber leider nichts. Das ist das Problem. Den Schatten sehe ich nicht. Ach komm schon. Sei doch gar kein Frosch. Ah, da bin ich. Oh Gott. Jetzt beiß doch endlich an. Okay. Das war sehr gutes Timing von mir und ich habe es gerade gestoppt. Wow, ich bin sau gut in Fischen. Sieht man doch oder so. Oh mein Gott, ein großer Fisch. Das ist gerade weg, ne? Naja. Egal, kann es ja noch versuchen. Ja, wie soll ich das sehen, bitte? Alter. Okay, dann zeige ich euch, wie man spendet. Ich glaube, wir. Naja, die anderen Zuschauer wissen es. Aber, naja, die meisten wissen ja nicht, dass überhaupt Animal Crossing existiert. Das sind manche von euch. Also, ich wusste Animal Crossing erst, als ich Videos davon geschaut habe oder im Internet generell. Oder einfach mal in Shop. Das geht auch, aber ja, auch durch Freunde. Naja, spenden wir. Ahu, Yahoo, Besucher sind immer etwas Besonderes für uns. Willkommen im Museum von MS Park. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ja, also gibt es etwas, wobei ich Ihnen behilflich sein kann? Ich möchte stiften. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was Sie uns stiften wollen. Huhu. Ja, Eugen, ich hab dir eine Krake gedingsend. Huh, in der Tat, huh, eine Krake. Sowohl Kraken als auch Kalmare enthalten Tinte, ebenso wie Kalmarrezepte. Eine Speise aus Krankentinte sucht man dagegen vergebens. Vermutlich liegt es daran, dass Kraken wenig Tinte produzieren. Das bisschen Tinte, das sie produzieren, ist zu wässrig und zum Kochen ungeeignet. Allerdings soll der Geschmack ganz und gar interessant sein. Vielleicht sollten wir mal eine Pasta mit Pesto aus Krakentinte probieren. Bitte nicht. Huh, wir sind Ihnen zutiefst zu Dank. Zu Dank. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr lesen. Verpflichtet. Obwohl wir eigentlich Lesestunden hatten. Gibt es vielleicht etwas anderes, das Sie stiften möchten? Nein, weil ich habe nichts mehr anderes. Okay, dann mache ich eine kleine Pause und wir sehen uns gleich. Okay, da bin ich wieder. Ja, okay. So, dann schauen wir mal nach unten. Was ist denn da drin? What the fuck? Was riecht da? So. Hi, was geht denn? Hi, dir auch. Hi. Der Kaffee erscheint mit 200 Sternen. Ich habe leider nicht so viele Sternis, aber naja, beim nächsten Mal bestimmt. Naja, egal, was steht da überhaupt? Der Name sagt alles, der Rest ist Programm. Kaffeetaubenschlag. Okay, dann wollen wir mal zum Fischdingsen.
So, was haben wir hier? Da, ja, okay, vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Und das ist eine Krake. Krake. Wow. Direkt Selfie. Nein, natürlich nicht. Eigentlich kann ich hier sowieso in diesem Teil überhaupt kein Selfie machen, das ich eigentlich blöd finde. Naja, im Emulator kann ich ja auch Foto schießen, also. Ne? Wartet mal einen Moment. Ich schau mal, wie das funktioniert. Oh mein Gott. So, hab einen Screenshot gemacht und what the fuck. Okay. Das war sehr interessanter Bildschirm. Aber es wird uns nicht aufhalten, weiterzumachen. Wenn überhaupt der Bildschirm bei euch kam. Ich werde es natürlich rausschneiden, wenn er da vorkam, aber naja, mal schauen. Faces gehört einfach dazu beim Let's Playen. Oder Let's Animal Crossing. Pff, naja, kann man ja so nennen. Ja, rennen durch die kompletten Blumen. Hier ist eine Angel. Aber ich werde jeden ausrüsten. Und es ist 18 Uhr. Okay. Okay, Mama. Verstanden. Okay, dann werden wir auch mal den Ton mal anders legen. Oh, ich liebe die Musik irgendwie. Im Regen ist es sau innovativ, wollte ich gerade sagen. Voll schön. Jetzt werf einfach die Angel aus. Werf jetzt einfach die Angel aus. Dankeschön. Oh, jetzt ist der Fisch bei der in der anderen Seite, ey. Ich pack's nicht. Alter. Alter. Okay, wir haben einen Fisch. Ja, das ist ein Fisch. Ich habe eine Makrele gefangen. Das erfreut mich in der Seele. Oh mein Gott, wir sind Nintendo, machen sehr witzige Flachwitze. Wie viel habe ich eigentlich? Oh mein Gott, wir haben schon genug. Auch ich musste noch meine Taschen sowieso loswerden. Hi. Tschüss. Das war sehr klug. So, hier, hi. So, die klinge ich jetzt mit Dings an. Hi. 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 Ich klicke dich jetzt nicht die ganze Zeit an. Ja. Das wird ganz spannend. Hey, du kommst her und denkst, ich mache mir jetzt die Mühe zu reden. Weißt du was? Mir fehlen die Worte, Hopsa. Ja, naja, egal. Ist halt so. Ja, die freuen sich ein Ast, weil ist halt so und ja. Und sie haben immer noch keine Schaufel, ey. Ich pack's nicht. Wir müssen schon wieder einen Tag warten oder so. Ich kann auch einen Tag vorspulen. Ja. Wird eigentlich auch ganz wichtig sein, weil Samstag ist auch noch ein Tag, wo man was sehr viel tun, sehr viel tun kann. Matteo, Dankeschön. Wir müssen noch verkaufen. So. Ende aus. Wir müssen das. Los. Ja, was kann ich für dich tun? Verkaufen. So, das da, aber nicht den Fisch. Weil der ist wichtig. Bringt sowieso nicht so viel. Ja, abgemacht, weil das ist ja auch nicht nur Schrott.
Ja, okay. Wir können eigentlich schon sparen für für unser Haus, weil wir brauchen ja immer noch Geld dafür. Mit es ab ich, Gott, ich bin saugut. Die Kosten für unser Haus, die Schulden abbezahlt werden. Das ist auch ganz wichtig. Aber auf jeden Fall, ja. Ja, Stiftung, ja. Wie mögen Sie Ihre frittierte Makrele mit Remouladensoße, Essig? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich esse gerade keine Makrele, weil ich keinen Fisch mag. Matteo, wie magst du es essen? Naja. Cocktailsoße. Oh Gott. Matteo. Ich bin so enttäuscht über. So enttäuscht. Oh mein Gott. Cocktailsoße. Hoho, verstehe, faszinierend. Ho, wir sind. Oh Gott, ey, Matteo. Oh mein Gott, das Matteo. Er hat mich enttäuscht. So, wie viele Teiche haben wir überhaupt? Ich glaube nur einen, ja. Wir haben nur einen. So, dann stelle ich mal unsere ganzen Möbel hin. Zum Beispiel auch das hier. Das ist ein Dielenboden. Und die Anke kann einfach da sein. Also wir haben ja noch so einen Schrank, ne? Brauche ich ja gar nicht mal. Letzter geht weg. Mal schauen. Ich habe schon einen passenden hier, aber wenn ich so viele Teppiche habe. Musterboden, ganz nett. Naja. Der Dielenboden. Nicht wirklich. Ja, bleiben wir mal bei diesem Teppich. Und dann kommt noch die Goldanlage, da kann ich ja das dann mal verkaufen, weil ich weiß schon, was das ist. Das ist irgendwas mit Song. Das können wir noch nicht machen. Wir können nur sowas hier machen, aber sonst nichts. Naja, mal schauen. Am Samstag werde ich noch ein paar rausbringen. Hätte ich ja noch letzte Woche tun sollen, aber egal. Auf jeden Fall, der Part ist vorbei. Oh mein Gott. Ja. Auf jeden Fall, das war's für diesen Part. Wenn ihr ihn toll fandet, dann einen Daumen nach oben. Gute Nacht, Matteo. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonnieren. Checkt auf jeden Fall Samuel vorbei. Ja, Pokémon Mystery Dungeon und so. Ja. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja, super. Danke schön. Ja, stimmt. Wow. Okay, es sind schon 20 Minuten, aber leckt mich einfach. So,